Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Süderli, wir haben Überdehnung 88%. Okay, das geht. Grundrisiko Revolte ist nicht so toll. Ah, den müssen wir runterkriegen. Wird aber, wenn die 4,4 wegfallen, dann sind wir sogar im positiven Wert. Ansonsten... wow, was ist da? Militärzugang. So. Dann hier bitte mal zusammenkommen, meine Freunde. Sehr schön. Und ihr dürft hier hingehen. Ja, ich möchte jetzt eine Flotte aufbauen und erschafft eine richtige Flotte. Wie viel Prozent bis wir auf 75%? Das kriege ich aber noch, ne? Und da werden wir uns jetzt mal die Zweidecker machen. Okidoki. Und zwar überall, wo nur geht. 55 haben wir frei. 15 Schiffe haben wir aktuell gerade mal nur im Einsatz. Das ist natürlich gar nicht verkehrt. Wobei, die Handelsflotte müssten wir dann auch mal aktualisieren. Ich glaube sogar, dass wir da das letzte Mal die letzten Handelsschiffe freigeschalten haben. So, halt. Oh je, das dauert ja eine Ewigkeit, bis die fertig sind. Aber naja, was soll's. Können wir ja gerade mal nachschauen, wie es da aussieht mit den Schiffen. Diese Rebellen, da wollte ich doch gucken. Die Fregatten, genau, schwere Fregatten, das letzte Schiff. Die Schibecken sind die nächsten. Da fehlt dann noch eine Stufe und die... die kriegen wir ja dann mit 24. 24 kriegen wir dazu und die Zweidecker ist dann... Ach, mit 25, yay, dann kriegen wir die Dreidecker. Naja, gut, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Okay, wo waren die Rebellen? Oh. Passt, perfekt. Dann macht ihr bitte einen Umweg dahin. Achso, da kommen auch die an, aber das ist eigentlich fast schon egal. Das Revoltenrisiko ist halt doch schon recht hoch. Toll, super. Das haben wir aber schnell gemacht. Da bin ich ja stolz auf euch. Hiesige Eingeborene verlieren eine Aggressivität. Das ist auch sehr schön. Warum habt ihr eigentlich keinen Le General? Ihr kriegt mal den hier. Dann möchte ich bitte hier einen Anspruch fingieren. Schweden. Warum kann ich Stockholm auf einmal Anspruch fingieren? Ach, guck mal einer an. Dann nehmen wir natürlich Stockholm. Ah... Die Hauptstädte verschieben sich nämlich im Laufe des Spiels auch gerne mal. Das ist natürlich böse. Ja, aber Stockholm gefällt mir. Sehr gut. Ich glaube, die Hauptstadt muss immer an irgendwelche Provinzen andocken, die einem gehören. Ist das nicht mehr der Fall, verschiebt sich der Punkt. Das ist auch das, was mich dann meistens hier bei Polen-Litauen irritiert hat. Ja, genau. Mit Deutsch-Patch heißt es tatsächlich Polen-Litauen. Dann werden wir einen Anspruch hierauf bitte schön fingieren. Respektive haben wir da eigentlich schon einen? Irgendwo? Bevor ich jetzt hier aggressive Expansion reinschmeiß. Nö. Und dann nehmen wir das da hier oben, würde ich sagen. Ja, nehmen wir Navarra. Dann haben wir hier Zugang zu Reval. Das gefällt mir dann sehr gut. Navarra. Da ist es. Sehr schön. Allerdings erstmal so ein bisschen friedlich vorangehen. Mit Nogai läuft aus. Achso, wir könnten Schweden schon wieder direkt den Krieg erklären. Das ist ja mal interessant. Ach, die müssen hier die Leute über Schiffe wegtransportieren. Naja, kann passiert halt, ne? Anführer haben wir grad und grad genug. Okay, dann positionieren wir die hier. Dänemark, wie sieht's denn eigentlich mit dir aus? Wie stehen wir denn da? Wen haben wir als Rivalen? Pass mal auf. Die haben Schweden ebenfalls als Rivalen, wir aber auch, ne? Ja. Preußen und Polen, Litauen. Feinde sind. Achso. Hier sollte ich, wenn schon nachschauen.
Hessen und Lüneburg. Mehr Feinde nutzen mir allerdings nicht. Gewarnt von Österreich. Das ist natürlich schlecht. Also wenn Dänemark hier Holstein den Krieg erklären würde, wäre sofort Österreich mit dabei. Wäre natürlich eher ungeschickt. Frankreich, wie alt ist denn der? 19. Aztekenreich, das interessiert mich gar nicht. Burgund, 24. Der interessiert mich auch nicht. Aragon. Mist, Regentschaftsrat. Bringt natürlich gar nichts. Gleiche Dynastie, Philippe, Kastilien. Ah. Das könnte natürlich bedeuten, dass sich jetzt Kastilien Aragon vielleicht schnappt, was eher ungeschickt wäre. Achso, halt, ja, genau, ich wollte hier noch ein paar Gebäude bauen. Und zwar, Trockendock wäre eine Überlegung wert, aber ich habe gar nicht so viel diplomatische Macht, sehe ich gerade. Das nutzt mir gar nichts. Administrative hätte ich. Wir könnten allerdings ein paar Rüstkammern bauen. Regierungscamps. Ich suche eigentlich die ganz primitiven. Wie hießen die nochmal? Ja, das ist, also so kann man es natürlich dann auch machen. Was baue ich da eigentlich gerade? Ein Regierungscamp? Ist mir egal. Gebäude. Und zwar, Rüstkammer ist tatsächlich der Anfang. Okay, ich war bei den Zelten irgendwie. Oh, ich habe hier aber schon ziemlich weit gebaut, hä? Na, dann sollten wir aber trotz alledem die Rüstkammern bauen, wenn möglich. Was kann ich da machen? Die Produktionseffizienz machen wir. So, 20% höhere Produktionseffizienz und eine nationale Entscheidung. Stabilitätsmodifikator geht nach unten. Mit Böhmen haben wir keine Staatsehe mehr und eine weitere Provinz wird als unser... Ach, Kernprovinz erhalten. So, so. Sehr schön. Mache weiter. Okidoki. Halt da gucken. Was sagt meine Verwaltung? Also ich möchte hier erstmal die ganzen Kernprovinzen weghaben. Das dauert, das dauert, das dauert. Hm. Ist natürlich nicht so gut. Na, auf der anderen Seite möchte ich natürlich die Flotte dann fertig haben, dass wir hier mal den Riegel vorschieben können. Und ich denke, mit den Schiffen, die wir da bauen, sollte das recht gut gehen. Auf alle Fälle. So, dann haben wir hier Armee, hier und hier. Wir holen die noch nach oben dazu. Böhmen meldet sich wieder wegen der Staatsehe. Aragon hat einen Militärzugang für uns, bei uns. Ist ja interessant. Wow, haben die Kastilianer sehr... Na gut, Aragon ist echt schon zerpflügt. Das da habe ich gesucht. Gibt es hier drin vielleicht noch jemanden, der Lust und Laune an einer Vassalisierung hat? Bei denen wissen wir es ja. Osnabrück, Münster. Nö. Eigentlich nicht. Schade. Wäre eigentlich sehr lustig und interessant geworden. Okito. So, dann werden wir natürlich... Ach Gott, im Himmel muss ich da weit nach hinten gehen. Gegen Schweden ist der Kriegsgrund durch. Sehr gut. Einen Anspruch wegen die... Achso, halt, nee. Dagegen haben wir ja schon einen gemacht. 39 läuft er aus. Ist eher unpraktisch. 800? Wie weit sind wir der Zeit voraus? 3 Jahre. Meine, so viel Militärtechnologie gibt es ja wahrscheinlich eh nicht mehr, oder? Mal offen und ehrlich zu sein. Ah, bis 30 geht's noch rauf. Okay. Das sind aber auch noch 5, ne? Geht's noch weiter? Sagen wir es mal so. 30 ist das Höchste, genau. Weil ich bin halt gerade am Überlegen, hier hinten, es wird halt nochmal um 10% gesenkt, ne? Die Kavalleriekampffähigkeit geht halt rauf. Auf der anderen Seite wäre natürlich der Flottendrill auch gar nicht mal so verkehrt.
Senken der Kriegsmüdigkeit 20%. Wir lassen das einfach gerade mal so laufen. Oh, sieh einer an. Meine Schiffchen sind soweit. Dann sammelt euch bitte hier in dem Hafen. Ah, da hinten muss ich jetzt so einzeln klicken. Das ist ein bisschen ungeschickt. So, ach, die ganzen Inseln habe ich natürlich vergessen. Hätte ich ja auch natürlich Schiffe bauen können. Nee, nicht die Soldaten. Schiffe. Dahin. Da unten sind nur Schiffe. Hier die Schiffe. Russland hat eine Flotte. Eine Großkampfflotte. Derzeit? Finde ich irgendwie geil. Der Gedanke allein. Na gut, wir haben ja auch eine Kolonie in Brasilien, ne? Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, jetzt die ganzen Schiffe bitte mal dahin. Und die kriegen definitiv einen Admiral. Einmal noch. Den da. Die anderen werden wir kicken. Zwar den hier. Nahkampf nutzt man halt wirklich nicht so viel. Wenn er hier jetzt auch noch drei gehabt hätte, hätte ich gesagt, okay. Aber da haben wir halt 3-3. Manöver hätte der halt nochmal... Egal, komm, weg. Weg mit. So. Dann können wir eigentlich direkt gerade neue Schiffe auch in Auftrag geben. 16 Stück dürften wir nochmal machen. Na, bist du fertig mit Speichern? Danke sehr. Oh, das war jetzt natürlich falsch. Hier. 1, 2, 3, beziehungsweise wollte ich gar nicht zählen. Ich muss nur unten auf die Zahl dann achten. Tipp, 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 tipp. Und noch 6 Stück, bitteschön. Herrlich. Ich glaub's ja gar nicht. Ich krieg meine Flotte zustande. 16, genau. Super. So, 25 Stück immerhin schon mal. Und die positionieren wir dann direkt hier. Und dann können wir die immer wieder auslaufen lassen und dann kommt nämlich der Feind hier nicht mehr durch. Da muss er dann schon einiges mal aufbringen, möchte ich mal sagen, ne? Als nächstes möchte ich gerne die 5000 schon mal hier haben. Erlangt großer Führer. Okay. Da die Armee nun bevorzugt. Nein, da die Armee nun bevorzugt, wir streben. da. Lesebug wird bei mir nicht geduldet. Ist ein bisschen arg friedlich heute, gebe ich zu. Allerdings, ja, ich möchte jetzt die Sache mit Schweden fertig kriegen und dazu brauchen wir halt echt erstmal komplett Ruhe. Ich will nämlich nicht schon wieder irgendwelche blöden... Ah, Beziehung verbessern. Keine blöden Rebellen da haben, die mich alle 2 Meter stoppen. Wie sieht's jetzt da aus? Ist das Geschenksache da vorbei? Können wir denen vielleicht geben, was Geschenk senden? Geht immer noch nicht. Beziehung verbessern bringt aktuell 12 Punkte. Das nutzt mir rein gar nichts. Haben einen Kriegsgrund. Ah, dieses Religionszeug da, hey. Wir werden vorher Stockholm angreifen, oder Schweden angreifen. Darauf kann ich echt dicht bauen. Das dauert mir einfach viel zu lang. 4 Jahre werden das noch. Das ist wichtige Zeit. Sehr wichtige Zeit. Die Schiffe, sobald die fertig sind, ist Schweden fällig. So einfach ist es. Die haben nur noch ein paar Provinzen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Eine Staatsehe aus Frankreich. Hey Frankreich, wie geht's denn euch eigentlich? Ja, könnten wir eigentlich auch wieder mal verbessern. Mit denen. Beziehungen verbessern. Ich weiß ja sonst nichts gerade anzufangen mit meinen Diplomaten. Von daher, das ist fertig. Yay. Okidoki. Danach werden wir...
Wir haben einen Eroberungskriegsgrund gegen Spanien. Ja, schau sich mal einer an. Sie haben es ja endlich geschafft. Es ist nicht mehr Kastilien. Ja, ich glaub's ja gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das nochmal hinkriegen. Ja, sowas aber auch. Mensch. Hätte ich nicht gedacht. Und Großbritannien hat sich eigentlich auch wieder komplett genommen. Wie sieht's denn eigentlich sonst in der Welt aus? Ja, Frankreich in Ordnung. Burgund hat sich ziemlich ausgebreitet. Macht den Franzosen hier ziemlich Stress. Böhmen, Polen, Litauen. Ja, gut, die sind halt noch wegen uns da, die Ukraine. Oder wieder da wegen uns. Preußen muss natürlich auch noch bluten. Sind halt verbündet mit Österreich. Aber das kann uns einigermaßen egal sein, wenn ich hier Böhmen sehe. Ah, supi. Wir haben eine richtige Flotte errichtet. Dann brauchen wir hier mal einen neuen. Zölle bringt uns nichts, weil wir keine Kolonien haben. Handelseinfluss. Ja, der Rest ist eh, was uns nichts bringt. Spionageoffensive. Bäh. Kolonialreichweite. Bäh. Machen das so. Okidoki. So, meine lieben Schiffchen. Ah, man muss es nur in den Mund nehmen. Man muss es nur mal erwähnen und dann kommen sie. Langsam, aber sicher. Na, darf ich da hinten hin? So. Fährt die Handelsflotte oder steht die eigentlich schon die ganze Zeit nur da dumm rum? Da schaut sich das mal einer an. Ah, ja, genau. Weil der Händler von hier weggegangen ist, haben die hier nichts mehr gemacht. Oh, schade. Das ist weg. Das war das Weiße Meer. Weißes Meer? Send ihn. Jetzt dürften wir hier oben dann wieder vollen Handelseinfluss haben. 90%. Naja, so viel hat das nicht gebracht. Handelsschiffe sind ja so, wenn wir hier mal die Barke angucken, dann macht sie einen Handelseinfluss von 3. Und wenn man sich die neueren Schiffe anschaut, machen sie 6. Also ich bräuchte 5 hier oben, dann könnte ich 5 unten positionieren. Ja, warum denn nicht? Wenn wir die Feinde dazu bekommen, hier unten keine Schiffe mehr zu haben. Das ist das A und O. Weil sonst hauen die mir gleich weg. Ach, herrlich. Ich glaub's ja gar nicht. Ich krieg endlich meine Flotte. Sehr schön. Gibt's eigentlich was in der diplomatischen Technologiegruppe, was ich noch unbedingt habe? Achso, ja, die Zweidecker. Ja. Okay, passt schon. Ansonsten können wir die diplomatische Macht dafür nutzen, die Häfen mal aufzubauen. So. Sind jetzt alle Schiffe da? Ich denke. Dann werden wir hier die Fregatten bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Und die anderen 5 machen wir hier runter. 1, beziehungsweise halt, nee. Die machen wir hier drin. 1, 2, 3, 4, 5. Denn hier drinnen schöpfen wir ja ebenfalls den Handel ab. Und da haben wir gerade mal 18%. Ja, da müssen wir unbedingt Schiffe hinschicken. Ansonsten ist er da so ein bisschen hoffnungslos unterlegen. Allerdings haben die halt auch ordentlich Schiffe drin stehen. So, dann bitte mal zusammenfügen. Wir haben 41 Schiffe. Wow. Wow. Das ist krass. Wow. Habe ich das gerade richtig gesehen? Alter Verwalter. Wir bauen gerade noch mal ein bisschen Militär auf. Ich glaube, die können wir dann da hinten stehen lassen. Eine super Angelegenheit. Dann werden wir diese ganze Folge halt mal im Frieden verbringen. Ich meine, schlecht ist es doch auch nicht, oder? Immer Krieg ist doch langweilig. Gut, macht man auch kaum Fortschritte. So, allerdings tut es unserem Land, denke ich, etwas gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8? Das wird ein bisschen kompliziert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann muss ich halt aufpassen, dass ich die nicht erwische. Dann können die meinetwegen hier unten parken und dann da ihre Rebellen von dort an wegtreiben.
England hat ein Embargo gegen uns gegenüber verhängt. Da wollte ich doch mal was nachschauen. Denn Großbritannien schöpft hier den Handel ab. Liebe Engländer, wisst ihr was? Ich bin ein viel zu netter Mensch. So. Dann haben wir ein Embargo gegen England. Wir machen ein Embargo gegen die Schweden. Embargo verhängen, so. Sehr schön. Die Flotte wird dann hier anlanden. Da müssen wir noch so ein bisschen aufpassen. Das sind ja nur Handelsschiffe, die hier rumfahren, ne? Ja. Und ja. Nee. Die stehen. Die da hier ist die Handelsflotte. Okay. Die hatten doch gerade nochmal irgendwo neun Stück. 25.000 Mann, 21.000. Nee, das sind 25.000 Schiffe. Ja. Auch wenn wir da rausfahren, haben die echt ein Problem. Gegen Polen-Litauen. Polen-Litauen ist mit Österreich. Manitou, Prinz Trier ist Verteidiger des katholischen Glaubens und wird Polen unterstützen. Was ist das für ein Kriegsgrund, bitteschön? Und kaum sind wir im Krieg, kommen hier auch schon wieder die ersten Rebellen. Das ist jetzt gerade etwas sehr Handelskrieg. Was hat das jetzt mit dem katholischen Glauben zu tun? Handelsdisput, ja, weil sie ein Embargo verhängt haben. Aber ich frage mich gerade, warum die mit dem Verteidiger des Glaubens da reinkommen. Oh, Junge, 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 6554, Halleluja. Heieiei. Oh, 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 aber Moment mal. Moment mal, das bin. Die sind doch auch dabei. Nee, die sind leider nicht dabei. Gut, dann gehen wir erstmal nach Wenden. Wenden, wenn schon, ne? Und jetzt haben wir hier oben natürlich die ganzen Armadern. Ja, dann holen wir die zurück. Ihr kriegt mal keinen Anführer. Keinen. Während ihr den da hier bekommt. Und kommt hier mal rund. Na, ihr geht hier nach Navarra. Sehr schön. Dann können wir ja schon mal die Flotte hier rausholen. Ach, ist das nicht schön? 41 Schiffe. Lecker, 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 lecker. Oh, die Handelsflotte ist soweit fertig. Wo sind denn die 10? Ihr dürft versenkt werden. Ihr trefft euch hier. 1, 2, 3, 4. Das fünfte Schiff ist dann irgendwie irgendwo, ne? Ja, das einzigste, wo wir uns um... Vergiss es, da brauchen wir gar keine Bedenken zu haben. Ha, wenn die jetzt dann Österreich zermürben, werden wir danach Preußen angreifen. Preußen ist ja nicht dabei. Genau, genau, genau. Da haben wir einen Anspruch drauf. Der gilt noch bis 41. Ich denke, das ist eine sehr schlaue Wahl. Die gehen hier runter. Mhm. So, die kommen da rein. Das sind 5. Und die 5. Na, komm, Autosave, aufhören. Okay. Wird eigentlich eine sehr interessante Angelegenheit jetzt. Okay. Wir sind früher gegen Schweden im Krieg wie geplant. Allerdings nicht so wie geplant, weil wir die Verhandlungen führen müssen. Denn wir werden Gefahr laufen, dass Dänemark, wenn sie hier Provinzen einnehmen, zu groß für eine Vassalisierung werden. Schwierig. Und kritisch. Wie sind die jetzt da reingekommen? Ohne Scheiß. Vor allem, warum standen die schon da?
Schützen die etwa mit 13 Großkampfschiffen und kleinen Transportern ihre Flotte? Ist ja eure Handelsflotte? Ist ja auch so ein bisschen verrückt. Naja, gut. Okay, wie diese Kriege laufen, werden wir dann allerdings erst im nächsten Part sehen. Jo, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschalten würdet. In diesem Sinne, Baba!